Hey ho und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Star Stable Online. Wir stehen hier immer noch im Versteck des Beobachtungsmeisters, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Wir haben Linda geholfen, Meteor endlich wiederzufinden und haben beim Beobachtungsmeister, dem haben wir noch ein paar Rekruten dazu gepackt, damit er für uns spionieren gehen kann. Und jetzt haben wir noch eine Aufgabe von ihm bekommen. Hier. Nimm den Stift, um Nachrichten an die Anhänger der Druiden zu versenden. Wenn du fertig bist, schick mir die kleinen Streifenhörnchen los. Okay. Ein Dutzend geheimer Nachrichten müssen wir jetzt schreiben. Ich hoffe nur, wir kriegen jetzt keinen Questblocker reingehauen. Es wäre halt so typisch, wenn wir jetzt einen reingehauen bekommen. Aber es ist nicht schlimm. Ich nehme das Ganze nämlich gerade noch am Montag auf. Dementsprechend kann ich am Dienstag, sollten wir jetzt einen Questblocker reingehauen bekommen, da noch weitermachen. Und ja, dann kann ich einfach den Tag quasi überspringen und am Dienstag weiter aufnehmen. Die Folge ist ja sowieso erst für Mittwoch gedacht. Da kommen übrigens die Haflinger rein, beziehungsweise sind wahrscheinlich schon reingekommen. Freue ich mich voll drauf. Ich weiß allerdings noch nicht, ob am Mittwoch direkt schon ein Pferdekopf-Video vom Haflinger kommt. Das, ja. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, weil ich noch ein paar Pferdekopf-Videos auf Mackenzie aufnehmen muss und das ehrlich gesagt noch ein bisschen viel wird an Pferdekopf-Videos. Die Sachen sind geschrieben. Gut gemacht, Hilda. Jetzt geht's weiter. Nimm eine fertige Nachricht und gib sie an eins der kleinen Tierchen, sodass es losgehen kann. Okay. Wo sind denn die Geheimnachrichten? Jetzt müssen wir nochmal da hinten hin und die holen. Ernsthaft? So. Kann man das lesen, was da drauf steht? A secret message place by Darkcore Report Master. Was weiß ich was. Ja, da steht im Prinzip nur drauf. Ja, guck nach Darkcore und sagt mir Bescheid. Man hätte uns doch direkt den ganzen Stapel in die Hand drücken können. So, jetzt haben wir alle 12 Nachrichten. Das Briefhörnchen macht sich mit seiner Nachricht auf den Weg. Okay. Tschüss. Bin ich ja mal gespannt, ob wir Infos bekommen. Aber es riecht schon wieder so nach Questblocker. Beziehungsweise nach Zeitblocker. Von wegen, ja, wir müssen jetzt erstmal auf Antworten warten. Komm morgen wieder. Würde mich nicht wundern. Warum gebe ich denen ständig den Helm? So. Und das letzte Hörnchen noch. Tschüss. Du hast ein Händchen für die kleinen Wesen, Tilda. Oha. Das war's. Alle Briefhörnchen sind auf dem Weg. Das war dann wohl alles. Vielleicht. Ja, ich weiß etwas, was ich nicht erzählen sollte. Ich mache es aber trotzdem. Ich weiß, dass du nach den 4 Kopien des Buches der Lichtzeremonien suchen wirst. Und um dir einen weiteren Besuch bei mir zu ersparen, gebe ich es dir lieber gleich. Bitte, du kannst dieses Buch auch schon zu Elisabeth bringen. Bis bald. Wow, wir durften tatsächlich schon mal was weitermachen. Ich finde, der erinnert mich ein bisschen an Demento aus Harry Potter. Ich hoffe, der kriegt auch mal eine Überarbeitung. Aber der und Hexe Pi würden bestimmt gut zusammenpassen. Ich weiß, im Prinzip ist Hexe Pi schon verheiratet mit, ich glaube, Klaus, dem Bürgermeister aus dem Westkap Fischerdorf, aber trotzdem. So. Dann los. Ah, oh, Mensch, hat ja gleich auch schon Feierabend. Das ist schön. Meine Katzen schmeißen schon wieder irgendwas in meiner Küche um. Das ist nicht so schön. Wir haben es nämlich geschafft, in den letzten 3 Tagen 4 Teller kaputt zu machen, wie auch immer. Seit neuestem springen die ja auch ganz oben drauf auf die Küche. Also nicht nur auf die Arbeitsplatte. Nein, sie springen ganz oben drauf auf die Schränke von der Küche. Aber gut.
Dann gucken wir mal, was Elisabeth sagt. Vielleicht gibt sie uns ja noch eine Aufgabe, was wir noch tun können, wenn wir was tun können. Der erste Teil des Buches. Alles gut gegangen beim Beobachtungsmeister? Oh, der erste Teil der Buchkopien. Sehr gut. Danke. Drei sind noch übrig, bis wir sie an Fripte und die Druiden zur Überprüfung geben können. Wo sind die anderen drei denn? Da du schon dabei bist, kannst du versuchen, den zweiten Teil zu finden? Er befindet sich im Besitz von John Jarl. Nun, da seine Seele voller Kraft ist, sollte es kein Problem sein, ihn zu fragen. Ihr kennt euch ja bereits. Ja, den kennen wir natürlich. Da waren wir schon mal in der Gruft von ihm. Waren wir schon einmal. Da können wir uns eigentlich abholen lassen. Dann reiten wir von Moorland aus hin. Falls meine Stimme sich komisch anhören sollte, habe ich in der letzten Folge schon gesagt, ich bin gerade erkältet, immer noch. Und ja, ich nehme es halt immer noch am gleichen Tag auf. Deswegen, es hat sich bisher noch nichts geändert. Ich verziehe mich auch gleich mit meinem Wärmekissen und einem schönen heißen Tee auf die Couch und guck mir Bridgerton weiter an. Hiervon muss ich mir noch eins auf Mackenzie kaufen, nämlich das hier. Die anderen beiden habe ich mir schon gekauft. Aber bis da die Pferdekauf-Videos von kommen, also von dem Regenbogen habe ich schon hochgeladen, das Pferdekauf-Video. Aber von den anderen beiden, das wird wahrscheinlich noch ein paar Wochen dauern, bis da Pferdekauf-Videos kommen. Also das wird jetzt nicht so schnell sein. Ich wollte eigentlich auch noch während dem Rabatt, wollte ich mir eigentlich auch noch Pferde kaufen, die rabattiert sind, aber ich habe gerade nicht so genug Starcoins. Und da ich weiß, was in den nächsten Wochen so ansteht, will ich mir da ein bisschen Starcoins sparen. So, dann lass uns mal zu John Jarl gehen. Mal gucken, was der Gute von uns möchte, damit wir die Buchkopie bekommen. Ich weiß nicht, ob wir die einfach so bekommen. Hallo, guten Tag. Jo, was geht? Ich will da rein. Darf ich da rein? Hallo? Was ist dahinter? Sag's mir. Sag es doch mir. Oh, irgendwas leuchtet dahinter. So, Moment. Okay. Wer ist da? Wer stört mich in meinem Schlaf? Ach so, du bist es, Tilda. Hi. Die zweite Buchkopie ist hier, doch sie ist eingeschlossen in der Mondkammer. Genau, Tilda. Die Kammer hinter der Tür dort. Nur eine Person kann sie öffnen, und das ist Linda. Okay. Linda ist wieder komplett. Ich fühle es. Sie hat wieder die Kraft, die Kammer des Mondes zu öffnen. Hol sie. Okay. Dann erfahren wir auch gleich direkt, was dahinter ist. Ah, wahrscheinlich erst in der nächsten Folge. Nein, ich werde den Weg jetzt noch bis zu Linda überspringen. Es gibt uns noch mal ein paar Minütchen. Und ich denke, wir sollten die Mondkammer heute noch öffnen können. So, wir sind am Land. Gut. Mal gucken, ob Linda uns helfen möchte. Jetzt wollen Meteor und ich dir bei deinen Abenteuern helfen, dich bei deinen Diensten für die Druiden unterstützen. Ja, dann komm mal mit, öffne mal die Mondkammer bitte. Ich nehme den Transporter nach Vorpinter und reite direkt zum Grab. Wir sehen uns bei der Mondtür. Den Mondschlüssel habe ich dabei und die Kraft, um die Kammer zu öffnen, habe ich auch. Es sollte also alles funktionieren. Perfekt, ja. Dann sehen wir uns da. So, ich bin wieder am Grab. Ich stelle Fantasy mal hier kurz neben Meteor ab. Die freut sich über ein bisschen Gesellschaft, da muss sie nämlich nicht alleine hier draußen rumgrasen. Und direkt am Fressen. Ich habe natürlich immer die verfressenen Pferde. Aber wie der Herr, so ist Geschirr, gell? Kennt man ja. So, ich hoffe, du hast die Mondtür noch nicht aufgemacht. Ich würde nämlich gerne noch ein Foto davon machen, Linda. Weil muss ja alles dokumentiert werden hier. Die Mondtür. Wow. Okay. Ich habe auf dich gewartet. Nur musst du ein wenig warten, bis ich die Mondkammer geöffnet habe. Sei bereit. Sieht schon cool aus. Dankeschön, Linda. Oh, cool. So, dann ist die Kammer des Mondes jetzt geöffnet. Die Zeit dreht sich weiter und die Voraussetzungen in Jorvik haben sich geändert. In der Kammer des Mondes findest du den zweiten Teil des Buches der Lichtzeremonien. Lass es mich ansehen, bevor du es zu Elisabeth bringst. Okay. Gerne. Ah, und das ist die Sternkammer. Die können wir dann mit Hilfe von Lisa öffnen, genau.
Das ist richtig cool, weil einfach mal hier so ein Loch drin ist. Ist das ein Loch oder ist das quasi so ein leuchtender Stein oder so? Ich glaube, das ist ein Loch. Aber das ist richtig cool. Richtig cool. Der Zahn der Zeit hat die Schrift nicht berührt. Es sieht so aus, als wäre es gestern geschrieben worden. Es ist echt und funktioniert. Super. Bring das Buch nun zu Elisabeth. Sei vorsichtig. Reite auf direktem Weg zu ihr. Es gibt Kräfte dort draußen, die das Buch stehlen wollen. Okay. Ich beeile mich. Ich beschütze es mit meinem Leben. Das ist so cool, dass wir das Buch der Lichtzeremonie jetzt mehr oder weniger halbwegs vollständig haben. Beziehungsweise halt zusammensuchen. Und dass wir jetzt schon zwei von vier Kammern, also ich gehe mal davon aus, dass es vier Kammern gibt, dass wir jetzt zwei von vier Kammern schon geöffnet haben. Super cool. Ich lasse mich mal kurz abholen und dann fahren wir von Morlanstall aus nach Weildale. Und dann gucken wir mal weiter. Ich schätze mal, wir sollen dann noch Buch 3 und 4 finden. Weildale Village, bitte. So. Ich glaube aber nicht, dass wir Buch 3 und 4 noch in dieser Folge suchen werden. Da das wahrscheinlich auch wieder ein bisschen länger dauern wird. Die zweite Buchkopie. Danke, Tilda. Dann sind jetzt nur zwei Teile übrig und ich weiß genau, wo sie sich befinden. Okay. Okay, du gibst mir anscheinend keine Quest. Es regnet Steine. Okay, für die nächste Quest müssen wir nach zu Jaspers Kürbis fahren. Das werden wir aber nicht jetzt machen, weil es würde einfach viel zu viel Zeit kosten. Leinservietten, grüner Stoff und Bürste. Dann machen wir das jetzt noch. Leinservietten, grüner Stoff und Bürste. Leinservietten, grüner Stoff und Bürste. Ich muss das wiederholen, sonst vergesse ich das. So, Leinservietten, grüner Stoff und Bürste. Grüner Stoff und Bürste. Grüner Stoff und Bürste, genau. Okay. Dann machen wir das jetzt noch kurz. Grüner Stoff und dann nur noch eine Bürste, genau. Machen wir das jetzt und dann haben wir auch wieder ein bisschen was für den Ruf bei Fahrer getan. Dann ist das nämlich auch schon erledigt. So, perfekt. Dann gehen wir die Sachen jetzt noch ab. Und dann werden wir in der nächsten Folge uns um die Quest bei Jasper kümmern. Mal gucken, was der von uns will. Wo müssen wir hin? Starshine Ranch. Nach Jalaheim und. Ja. Ich habe mal wieder wunderbar geguckt. Starshine Ranch. Vor Pin. Nee, gar nicht wahr, das ist Dings. Okay, Starshine Ranch. Jalaheim. Und nach, wie heißt das denn jetzt? Ein Dienstplatz. Okay. Nee. Das da bitte zu. Dann ist das erledigt. Perfekt. Direkt noch wieder ein paar Schillinge bekommen. Nach Jalaheim. Und von da aus können wir dann auch direkt nach Ein Dienstplatz fahren. Da gibt es ja die Bushaltestelle. Ich finde ehrlich gesagt, dass es zu wenig Bushaltestellen in Jorvik City, in Jorvik gibt. Also hier ist eine, da ist eine und hier in Nebelfall ist eine. Dieses komplette Gebiet hier, ah doch, hier in Golden Hills ist noch eine, aber dieses komplette Gebiet hier hat einfach mal keine Dings. Ich würde zumindest hier in Raydale noch eine setzen. Ich muss jedes Mal, wenn ich nach Jorvik City will, muss ich jedes Mal woanders hinfahren, um da den Dings, um da die Bushaltestelle zu benutzen. Und ich reite mal wieder viel zu falsch. Und das ist echt mies. Super. Die Lieferung ist da. Na, jetzt ab gerade noch nach Aitins Platz, um zu gucken, ob Rami die Lieferung annimmt. Der spackt bei mir nämlich manchmal, der will die nämlich manchmal nicht einfach nicht haben. Mein Dienstplatz. Okay.
Nein, los. Hallo, guten Tag, tschüss. Ich laufe hier mal vorbei. Wird auch mal Zeit, dass ich mir eine andere Frisur hole. Ich laufe jetzt schon seit Anfang an mit dieser Frisur rum. Das ist immer noch die Anfangsfrisur. Hab die bisher noch nicht geändert. Und mir ist eben aufgefallen, dass beim Laufen ständig so mein Kopf dadurch backt. Vielleicht warte ich damit auch noch aufs Charakter-Update. Ja. Okay, er möchte sie haben. Prima. Prima, prima, prima. Dann würde ich jetzt einfach mal kurz hier die Folge beenden. Ihr müsst ja nicht sehen, wie ich jetzt zurück nach Jorvik gehe. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der nächsten Folge machen wir dann bei Jasper weiter. Also wieder Story Quest. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!